Unser Beitrag zum Reinheitsgebot 1516. Sechzehn war die Zeit vom Herzog und die Rittersleid. Die haben sie oft den Mund verringt. Am Herzog hätt's ein Schädel fast gesprengt. Wochenlang hat er sinniert, woher der Übel an ihm rührt. Und 1516 ist sie am Kimmer. Das ist, weil's das falsche Bier ausschingen. Tag drauf schrieb er das Neugebot, wer's freche wird, bestraft mich tot. Nur noch die richtigen Zutaten durften in das Bier geraten. Nur weil er, der Herzogssohn, das Bier damals hat nicht verdrungen, entstanden war's Reinheitsgebot. Unser bayerisches flüssiges Brot, kein Schafgarn und kein Pilsenkraut, durfte mehr ins Bier gebraut. Nur Hopfer und ein Gerstenmalz, kristallklares Wasser, Brauerstolz, kein Hanf nicht und kein Fingerhut, sollte in den göttlichen Sud. Nur Hopfer und ein Gerstenmalz, kristallklares Wasser, Brauerstolz, Gott, der Holz. Damals hat das Mutterkorn so manchen Rittermumm verdorn, ganz wild ist er worden, der Rittersteff. Von dem Bandsten Biergesöff möchtst heut ein Eindruck davon kriegen, brauchst bloß ein Heineken probieren. Doch 1516 war's vorbei mit der Bierbanscherei. Kein Ampfer und kein Entenschmalz, kein Nelken oder gar ein Salz, nur Hopf und ein Gerstenmalz, kristallklares Wasser, Brauerstolz, kein Brennnessel, kein Mäusekot, sollte mehr ins flüssige Brot. Nur Hopfer und ein Gerstenmalz, kristallklares Wasser, Brauerstolz, Volk, der Holz. 2016, noch 500 Jahre, gingen der Menschheit allweil mehr Reinheitsgebote verloren, weil der Käufer möcht's billig und möcht sie was sparen und den gar nicht droh, dass er nix mitnehmen kann. Kein Auto und kein Sackelgeld, nix von der schönen Welt. Kein Hopfer und kein Gerstenmalz, kristallklares Wasser, Brauerstolz, Volk, der Holz. Zum Wohle!